Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wird es noch einmal spannend. Bei mir auf der roten Couch zu Gast ist Norbert Scholz. Herr Scholz ist Geschäftsführer bei Baumüller Nürnberg und wir reden über das Thema Software als Schwerpunkt für Innovation. Herr Scholz, ich habe 5 Thesen für Sie vorbereitet, die Sie bitte mit richtig oder falsch beantworten. Sie dürfen natürlich einen Satz zur Begründung ergänzen. Die erste These lautet: Durch die Dominanz der Software gerät das mechatronische Gleichgewicht zunehmend aus dem Ruder. Falsch. Die These ganz klar falsch, weil ich sage, der Prozess ist wichtig. Deswegen ist die Software nur ein Teil, dass man die Maschine optimal betreiben kann. Die Digitalisierung im Maschinenbau hinkt anderen Branchen hinterher und wird auch nicht so schnell aufholen. Aus meiner Sicht auch falsch, weil wir gerade in den Bereichen schon auch in den letzten Jahren eine Menge getan haben, sicherlich in einer anderen Art, aber ich denke, die These ist falsch. Die dritte These lautet: Die Softwarefunktionalität in der Antriebstechnik steigt ins Unermessliche. Das Softwaregetriebe steht quasi schon vor der Tür. Also dass die falsch, dass die Software natürlich steigt. Das ist gegeben, aber nicht ins Unermessliche, sondern nur in den Rahmen, was für die Maschine oder für das Produkt, was darauf produziert wird, wirklich sinnvoll ist. Nur tiefgreifende Software und Engineering-Expertise führt den Maschinenbauer im 21. Jahrhundert zum Erfolg? Die These ist richtig, weil ich glaube, dass gerade diese Flexibilität, die von den Maschinenbauern oder Anlagenbauern verlangt wird, nur durch diese Software-Themen erzielt werden können. Okay, und die letzte These: Industrie 4.0 als industrielle Revolution lässt auch die Antriebstechnik nicht aus? Richtig. Denke ich einfach, wir stellen die Daten zur Verfügung, die im Prozess benötigt werden, die werden in der Industrie 4.0 genutzt und deswegen ist sie richtig. Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das war der Rote Couch Talk zum Thema Software als Schwerpunkt für Innovation. Live von der Hannover Messe 2013. Bei mir auf der Couch zu Gast war Herr Scholz. Herr Scholz, vielen Dank. Ich bedanke mich. Dankeschön.